Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Helge Maus von der Firma Pixeltrain. Immer wieder werde ich in meinen Cinema 4D Trainings gefragt, ob ich nicht einige Tipps habe, um den professionellen Workflow innerhalb von Cinema 4D einfacher zu gestalten. Gerade wenn es um 3D und Visual Effects Produktion geht. Eines dieser Tools, die ich empfehlen kann, ist Cryptomat. Cryptomat ist ein Tool, was freundlicherweise von der Firma PsyOp und dort besonders Jonah Friedman und Andy Jones zur Verfügung gestellt wird. Sie können Cryptomat direkt herunterladen, wenn Sie auf github.com gehen, PsyOp und Cryptomat. Hier oben ist der Link. Was ist Cryptomat? Cryptomat erzeugt Ihnen automatisch ID-Mats. Also in Cinema 4D nennen wir sie häufig Objekt-IDs, also Masken für einzelne Objekte. Aber damit nicht genug. Wir können auch gleichzeitig automatisch Masken für Materialien erzeugen und das ganze System funktioniert auch wunderbar mit Motion Blur, Transparenzen und Depth of Field. Also eine ganz, ganz tolle Sache. Kleiner Pferdefuß an dieser Stelle. In Cinema 4D unterstützt der Standardrenderer Cryptomat noch nicht, wohl aber Arnold 5. Und da ich sehr viel Visual Effects Produktion innerhalb von Cinema 4D mache, ist Arnold 5 natürlich auch einer meiner Standardrenderer in Cinema. Und Sie sehen, Arnold 5 braucht also jetzt auch keine externen Tools mehr. In Arnold 5 ist Cryptomat also voll integriert. Aber auch andere 3D-Programme unterstützen Cryptomat. Ich werde einen weiteren Film machen zu Cryptomat innerhalb von Houdini und Mantra. Auch dort ist es mittlerweile voll integriert. Aber wenn Sie zum Beispiel hier V-Ray auf Maya-Seite zum Beispiel verwenden, so haben Sie das hier oder in Claris. Sie sehen, Cryptomat wird also immer mehr unterstützt, auch von anderen 3D-Lösungen. Auf der Compositing-Seite müssen Sie natürlich auch jetzt damit arbeiten, dass Cryptomat auch dort unterstützt ist. In der Visual Effects Produktion ist Nuke natürlich gesetzte Größe. Darauf werde ich in diesem Tutorial eingehen. Aber für Fusion, was ja auch immer beliebter wird, allein durch die Preispolitik, wird Cryptomat unterstützt. Hierfür müssen Sie das Cryptomat Plugin installieren. Woher bekommen Sie das? Wenn Sie Cryptomat herunterladen wollen, wie gesagt, gehen Sie hier auf diese GitHub-Adresse und hier können Sie mit Clone und Download einen ZIP herunterladen. Und dort sind diese Elemente drin. Und hier haben Sie nun eben für die verschiedenen Programme, also Fusion, Nuke und einiges mehr, hier die entsprechenden Plugin-Daten. Es gibt eine Anleitung, wie man das Ganze korrekt installiert. Das finden wir hier unten. Ich habe in Nuke hier das Ganze auch schon mal installiert, eben mit diesem sehr einfachen Weg, dass ich einfach in meinem Home-Directory hier in den verborgenen Folder .nuke gegangen bin und hier alles hineingelegt habe. Aber hierfür gibt es natürlich Anleitungen, wie man in Nuke natürlich für Developer auch an anderen Stellen die Plugins installiert. Und wenn man hier etwas heruntergeht, so findet man das Ganze auch noch einmal für Fusion, für verschiedene Betriebssysteme. Nun wollen wir uns aber anschauen, wie Cryptomat denn eigentlich funktioniert. Dazu habe ich hier in meinem Cinema 4D eine sehr einfache Szene vorbereitet, die aber genau demonstriert, was ich hier zeigen möchte mit automatischer Maskengenerierung. Ich habe hier eine Szene genommen, habe eine kleine Landschaft hineingelegt, ich habe ein bisschen Gras mit Hilfe von Hair gemacht und dann habe ich eine verschiedene Anzahl von Laubwerkbäumen hier hinein platziert. Diese Laubwerkbäume sind sehr, sehr gut ausgebaut, das heißt, sie bringen selbst einiges an Materialien mit, wie Sie hier sehen, und sind selber natürlich auch sehr verschachtelt, wenn man diese dann final rendert. Das heißt, Masken zu generieren hier ist natürlich ja die Hölle auf Erden. Dementsprechend wollen wir hier Cryptomat jetzt nutzen. Installiert habe ich hier Arnold 5 und wie gesagt, in Arnold 5 ist Cryptomat schon komplett integriert und daher werden wir diese Szene nun für Cryptomat vorbereiten. Hierzu müssen wir einige kleine Schritte tun. Das erste, was wir kennenlernen müssen, ist den sogenannten Cryptomat Shader. Wenn wir hier auf Erzeugen gehen, könnten wir unter Shader ein Arnold Shader Network anlegen. Und in diesem Arnold Shader Network können Sie hier links einfach mal nach Crypto suchen und Sie sehen, unter Textures haben wir bereits einen Cryptomat Shader. Wenn man den hier hinzufügt, verbindet er sich automatisch mit dem Arnold Beauty und er würde, wenn er vergeben ist, in diese AOV Passes, also wir nennen sie in Cinema 4D sehr häufig Multipassers, Daten schreiben. Nun müssten wir diesen Shader natürlich auf jedes Objekt vergeben und das wäre natürlich ein bisschen blöd, weil wir natürlich nicht doppelt rendern wollen. Das heißt, dieser Shader sollte immer direkt auf diesen Objekten liegen. Und um diese Vergabe zu machen, hat der Programmierer dieser echt super gestalteten Bridge zwischen Cinema 4D und Arnold hier in den Rendervoreinstellungen unter Arnold Renderer hier im Main Advanced ein eigenes Feld geschaffen.
AOV Shaders. Und da kann man den per Drag and Drop reinziehen. Wenn Sie diesen Shader nicht selber anlegen wollen, ich lösche ihn kurz mal raus, so kann man auch faul sein und einfach hier nach AOV Shaders gehen, hier auf diesen Pfeil klicken und hier CryptoMat aktivieren. Schon wird ein CryptoMat Shader automatisch erzeugt und hier hineingelegt. Wie gesagt, extrem praktisch implementiert. Nun haben wir also auf allen Objekten im Renderprozess CryptoMat als Shader darauf, aber nun müssen wir diese Passes natürlich auch ausgeben. Und Passes heißen innerhalb von Arnold AOVs. Und wenn wir nun hier in die AOVs gehen, könnten wir hier alle möglichen Passes hinzufügen und hier unten würden wir also auch CryptoMat finden. Aber dieser Display-Driver hier würde uns ein Problem machen. Dieser Display-Driver meint, dass er die Cinema 4D-Ausgabe benutzt, also das, was Sie hier normalerweise unter Speichern haben. Und hier ist CryptoMat eben noch nicht unterstützt. Also, was wir tun müssen, ist eine relativ einfache Sache. Wir gehen hin und erzeugen uns einfach hier einen eigenen Driver. Also, wir klicken hier auf New Driver, wählen uns hier einfach einen Driver aus und diesmal nicht direkt hier auf CryptoMat Manifest, sondern wir gehen hin und sagen, wir wollen zum Beispiel eine normale EXA haben oder ein JPEG, ein TIFF oder ähnliches. Für CryptoMat und natürlich für die Arbeit in Nuke empfehle ich EXA. Wählen wir das also aus, benennen wir das Ganze, MyEXA. Und in dem Moment, wo wir hier OK klicken, haben wir hier neben dem Display-Driver-Output auch noch ein EXA-Output, MyEXA. Nun können wir in diesen Driver hier unsere gewünschten Passes hinzufügen. Ich nehme als Beispiel einfach mal einen Normal Pass, einen Point Position Pass, einen Z Pass und ja, Sie können alle möglichen Dinge jetzt hier mal hinzufügen. In meinem Fall gehen wir vielleicht hier ganz nach unten und sagen, wir holen uns noch eine Opacity. Ja, vielleicht noch Diffuse, nur damit wir sehen, dass wir ein paar Passes haben. Und dann gehen wir hier ganz nach unten. Und diese drei Passes müssen wir hinzufügen. Crypto Asset, Material, Object. Damit ist unser Driver soweit hier konfiguriert. Sobald wir das jetzt zumachen, müssen wir nur noch dafür sorgen, dass dieser Driver seine Daten auch irgendwo ablegen kann. Und wenn wir den Driver hier oben auswählen, sehen wir hier, in der Kategorie Main gibt es hier einen Pfad, Output XA. Und diesen Pfad biege ich um. Ich biege den einfach hier auf den Desktop, nenne das Ganze einfach Crypto.exa. Damit stimmt der Pfad. Ja, das darf ich überschreiben. Ich habe das schon mal probiert. Und nachdem wir das hier gemacht haben, bleibt nur noch ein kleiner Schritt. Im Driver möchte ich dafür sorgen, dass alle AOVs gemerged werden. Das heißt, es soll nicht für jeden Pass eine einzelne Datei entstehen, sondern alles soll zusammengefasst werden. Ein bisschen Vorbereitung, aber okay, wenn man das einmal gemacht hat, ist es relativ flott. Kontrollieren wir kurz. Wir achten darauf, dass wir jetzt den MyXR-Driver benutzen bei der weiteren Arbeit. Konfiguriert ist er. Und wenn wir nun Rendern drücken, macht sich Cinema 4D nun an die Arbeit, diese schwere Szene zu rendern. Und sobald diese gerendert ist, sehen wir uns dann gleich wieder, um in Nuke diese ganze Sache zu betrachten. Das Rendering ist mittlerweile abgeschlossen und wir können uns nun nach Nuke begeben. Also wechseln wir nach Nuke und aufgrund der korrekten Installation von CryptoMat haben wir nun hier einen neuen Eintrag. Hierunter finden wir einige Gizmos, die wir verwenden können. Um nun unsere Datei erstmal zu laden, drücke ich die Taste R wie ReadNote und wir können hier die Crypto.exa nun hereinlesen. Und das ist erst einmal nach außen betrachtet eine ganz normale EXA, wenn wir sie also hier so betrachten. Aber wenn wir hier nun innerhalb der Layer mal schauen, so haben sie neben unseren Standard-Passes, die wir hier vergeben haben, Sie sehen also hier mein World Position Pass, Normal Pass, Depth Pass und so weiter, haben wir hier nun mehrere Crypto-Layer. Und Sie sehen, zu jedem dieser Layer gibt es immer einen Hauptlayer und dann drei weitere, also Asset, Materials und Objects. Und hier drin, sozusagen geschlüsselt, liegen die Daten für unsere Masken. Um nun an solche Daten ranzukommen, brauchen wir hier das CryptoMat Gizmo. Und wenn wir das hinzufügen, sehen Sie, es hat hier einen Eingang. Ich hänge das Ganze also hier mal kurz an. Und in dem Moment, wo ich das CryptoMat Asset hier anhänge und mir im Viewer betrachte, sehen wir hier nun verschiedene Farben. Diese Farben hängen davon ab, was wir hier als Layer Selection innerhalb dieses Gizmos ausgewählt haben. Also das ist Asset, wir haben aber auch noch Material und wir haben
Objects. Das heißt, hier sind eben in verschiedenen Rubriken sortiert, auf was wir Masken überhaupt anwenden wollen. Bleiben wir hier vielleicht einfach mal bei Object. Nun können wir Elemente wählen und das Schöne an CryptoMat ist, dass wir das jetzt erst zum Compositing-Zeitpunkt machen können. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein gewisses Objekt haben wollen, brauchen wir hier nur diesen Picker Add zu wählen. Ich klicke hier also auf den Picker und wie in Nuke üblich gehen wir jetzt einfach hin, suchen uns das Objekt raus, was uns interessiert. Zum Beispiel hier hinten dieses etwas pinke. Ich halte die Command- oder Apfeltaste gedrückt, klicke hier einmal drauf und schon wird dieser Baum nun gelb maskiert und damit ist dieses Object nun gewählt. Als Kontrolle können wir das hier in der Mathe-List sehen. Das ist Polygon Object Nummer 14. Okay, es gibt also auch einen korrekten Namen für die ganze Geschichte. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch weitere Elemente hier hinzufügen. Wir haben also auch hier einen Teil davon, von diesem Element. Wir könnten also jetzt nachschauen, was ist das denn überhaupt für ein Object? Und ja, nehmen wir vielleicht diesen hier auch noch dazu. Okay, jetzt haben wir also diese beiden Objekte. Wenn Sie wollen, können Sie hier auch reingehen und Elemente einfach händisch rauslöschen. Das ist sehr praktisch gemacht. Wir haben aber auch einen Picker Remove, wenn Sie das haben wollen. Die Preview hier ist Color zurzeit, wir könnten aber auch Edges sehen oder None, wenn Sie das haben wollen. Dann sehen Sie eine Überlagerung des Bildes, so dass Sie also genau hier erkennen können, was ist denn jetzt hier eigentlich was. Aber das, was wir jetzt ausgeben wollen, was wir also brauchen, ist in unserem Fall eine Matte. Und deshalb klicke ich hier einfach Matte Only und dementsprechend wird uns jetzt hier eine wunderschöne Matte ausgegeben. Ich deaktiviere mal meinen Picker und nehme mal kurz hier dieses Picken zurück. Und wir können in dieser Node auch einfach hingehen und noch einen Postage Stamp generieren. Damit haben wir also unsere erste Matte generiert. Gehen wir zurück hier in unseren Haupttree. Wenn wir also jetzt diesen Baum hier graden wollten, das wäre also ein Beispiel, so könnten wir jetzt hier einfach zum Beispiel, sagen wir mal, eine Grade Node hinzufügen, hängen das hier rein. Und normalerweise würde das Grading jetzt natürlich auf diesen gesamten Datenstrom gehen, aber nun können wir diesen Maskeneingang hier verwenden und diesen einfach hier verlinken. Das heißt, wenn wir nun schauen, die Maske nimmt RGBA, also Alpha, hier RGBA.alpha. Also kurze Kontrolle, Taste A drücken. Sie sehen ja, nicht nur die Matte hier im RGB ist gegeben, sondern auch im Alpha. Das funktioniert. Und in dem Moment können wir jetzt also hier hingehen und zum Beispiel sagen, ich möchte hier den Gamma und ich gamma nun diesen einen Baum auf. Ja, und kann man hier also verändern und damit haben wir diesen Baum verändert. Wir können aber auch auf andere Dinge zugreifen. Zum Beispiel, ich möchte das Gras gerne ändern hier unten. Wie würden wir das tun? Nun, ich nehme wieder einen CryptoMat. Und dieses Mal gehe ich hier rein und sage, ich möchte zum Beispiel aufs Material schießen. Weil vermutlich hat das Gras das gleiche Material. Wir holen uns unseren Picker. Picken das Gras. Okay, das hat kurz einen Moment gedauert. Wir sehen auch, im Material heißt das Ganze Hair. Das ist genau der gleiche Name, den ich eben auch in Cinema 4D hatte. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, machen hier kurz eine Dotnote hin, können, wenn wir wollen, hier einen Postage Stamp machen. Das geht natürlich ein bisschen auf die Performance, sollte man in größeren Skript nicht so oft machen. Graden das Ganze, das kennen Sie schon. Okay, und nun haben wir eben einen direkten Zugriff hier auf unser Gras und könnten jetzt hier zum Beispiel Anpassungen an unserem Gras vornehmen, wenn wir das gerne wollen. Ja, also hier können wir hineingehen und unser Gras zum Beispiel ein bisschen verändern, tönen oder was auch immer wir mit diesem Gras machen wollen. Sie sehen also ein sehr, sehr praktischer Prozess, weil Sie erst in der Post entscheiden können, auf was wollen Sie denn eigentlich zugreifen. Nun können wir dieses Spiel natürlich in verschiedenen Varianten weiter durchspielen. Ich mache das Ganze noch ein einziges Mal hier unten, nur damit Sie das auch gesehen haben. Also wir hatten jetzt schon Objects. Wir hatten hier Materials, auf die wir schießen können. Wie gesagt, wir können mehrere gleichzeitig benutzen. Das heißt, wir nehmen uns zum Beispiel hier so einen Stamm. Ich mache also so eine ganze Liste und hier diese Art von Stamm. Jetzt haben wir also von drei Stämmen hier sozusagen die Masken. Wir sehen auch schön, das eine ist der Acer, das andere ist hier die Eiche und ja, das sind zwei Acer, sehe ich hier gerade. Aber vom Prinzip her, Sie haben gesehen, so bauen wir unsere Maske. Und was dahinter steckt letztlich ist, dass es eine sogenannte Key Expression gibt.
Das heißt, hier werden die Daten aus diesen geheimen Layern ausgelesen und hier dann verwendet. Und man kann jetzt einfach hingehen und das Ganze für Nuke auch als Expression nutzen. Entweder man geht dazu hin, hier nach Advanced, und können jetzt hier Decrypt to Mat einfach wählen. Das heißt, sobald wir das hier jetzt anklicken, bekommen wir unten so ein kleines Skript. Wir sehen, unser Original Cryptomat ist jetzt hier entsprechend disabled worden. Und wenn wir das hier mal so ein bisschen auseinanderziehen, so sehen wir das hier zuerst einmal. Das hier ist eine sogenannte Expression. Hier wird auf einen Kanal zugegriffen und im Rotkanal jetzt eben genau diesen Key verwendet. Und diese Information wandert dann hier in diese Copy Note. Also am besten würde man es vermutlich dann so abbilden. Und innerhalb dieser Shuffle Copy wird jetzt eben dieser Rotkanal nach Alpha übertragen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hier liegt in A, also im Alpha, hier jetzt also meine Stammauswahl. Also das ist eine Möglichkeit, wie man aus diesem Gizmo wieder herauskommt, eben über eine ganz normale Expression hier. Das kann man für diese Einzelteile machen, indem man einfach das Gizmo vorher vorbereitet und dann das klickt. Oder es gibt auch hier ein Decryptomat All oder Selection, um das dann eben für Auswahlen oder für alle Gizmos zu machen. Das wäre eigentlich jetzt so die Einführung. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Sie sehen, es ist immens praktisch, erst in der Post das Ganze einstellen zu können. Sie sehen, dass hier der Depth of Field mit beachtet wird, dass Transparenzen, wie gesagt, mitkommen. Und Sie müssen sich vorher also noch nicht allzu viele Gedanken machen. Und trotz der Name eben Cryptomat heißt, ist das Ganze nicht ganz so kryptisch. Man sieht hier eben bei Materialien, werden die Namen der Materialien verwendet, es werden Objektnamen verwendet, was eben ein großer Vorteil sein kann, dass man das später auch menschenlesbar haben kann. Ich hoffe, Sie haben Spaß gehabt. Wenn Sie mehr Tutorials zu Themen innerhalb von Cinema 4D, Houdini, Maya oder Compositing haben wollen, melden Sie sich einfach bei info@pixeltrain.de. Mein Name ist Helge Maus von der Firma Pixeltrain. Haben Sie Spaß damit, Ihr Helge Maus.